Alles Leben, heißt es, hätte seinen Ursprung im Meer. Auf die Kalkalpen und damit den Nationalpark trifft es jedenfalls zu. Vor 200 Millionen Jahren waren die Kalkalpen ein Riff im tropischen Urmeer. Die Korallen lieferten den Stoff, aus dem die Berge sind, den Kalk. Im Takt von Jahrmillionen zerbrach die alte Welt. Urkräfte wurden freigesetzt. Neue Kontinente entstanden, drifteten über die Meere und ließen Gebirge in den Himmel wachsen. Geologisch betrachtet war es gestern. Die Kalkalpen erhielten durch die Gletscher der Eiszeit den letzten Schliff. Die Gletscher zogen sich zurück und legten steinerne Monumente frei, die heute wie Klippen aus den Wäldern ragen. Die Kalkalpen. Zwei Urbausteine prägen das Erscheinungsbild der Kalkalpen. Fels und Wasser. Die Feichtauer Seen liegen in 1400 Meter Höhe und dennoch im Schatten des Sensengebirges. Der höchste Berg, der Hohe Nock, ragt hier fast 2000 Meter in den Himmel. Markenzeichen des Sensengebirges sind die steilen Nordabbrüche. Während das Reich Ramminger Hintergebirge seinem Namen alle Ehre macht. Schattige Steilwände, nasse Felsen, verwunschene Schluchten. Eine Landschaft wie aus dem Märchenbuch. Das sieht ein Adler, wenn er vom Nationalpark Richtung Westen schwebt. Die bleichen Felsen des Totengebirges. Kein Schutz vor Sturm und Regen. Schroffe Karstböden. Spärlicher Bewuchs. Die Hochflächen des Sensengebirges und die abweisenden Felszinnen und Grate rundum scheinen unwirtlich, sogar lebensfeindlich. Und doch verbirgt sich hier ein Paradies. Allerdings eines für Spezialisten. Die Meisterkletterer der Alpen, die Gemsen, zählen zu den großen Nutznießern des Nationalparks. Oberhalb der Waldgrenze fällt das ganze Jahr über kein Schuss. Und genau dort liegt ihr bevorzugter Lebensraum. Besser als die Gemsen kommen im Gebirge nur die Mauerläufer voran. Sie klettern, hüpfen, schweben und brüten vor allem in steilen Felswänden. Was Mauerläufer und Gemsen nicht geschafft haben, ist für ihre Majestät selbstverständlich. Der Steinadler ist das Wappentier des Nationalpark Kalkalpen. Entsprechend malerisch baut er seine Horste auf den steilsten Klippen. Von dieser noblen Felsterrasse hebt der Steinadler ab, um sein Reich zu inspizieren. Im magischen Abendlicht treten die Rinnen, Narben, Risse und Kanten noch schärfer hervor. Dies ist ein sterbendes Gebirge. Die Erosion setzt dem Kalkstein zu. Wasser fließt und sickert durch den Fels, hüllt ihn aus und sprengt als Eis seine Oberfläche. Eines fernen Tages wird auch das tote Gebirge verschwunden sein. Der Nistplatz ist gut geschützt, aber tückisch. Thermik, Fallwinde und plötzliche Böen bestimmen hier den Luftraum. Fliegend und schließlich kletternd nähert sich der Mauerläufer dem Nest in der Felshöhle. Das Nest wird nicht direkt angeflogen. Wer weiß, ob nicht Feinde wie der Steinmarder in der Nähe lauern. Die Jungen werden ausschließlich mit Insekten gefüttert. Männchen und Weibchen wechseln sich bei dieser Arbeit ab. Im Hochgebirge beginnt die Vegetationsperiode und damit die Insektensaison erst im Mai.
Wenn die Jungen schlüpfen, ist bereits der Juni ins Land gezogen. Wer die Mauerläufer beim Kunstflug beobachten will, braucht Glück. Ein Hinweis: Sie brüten gerne in Steilwänden nahe von Bächen. Und davon gibt es in den Kalkalpen ja mehr als genug. Die Kalkalpen sind Wetterfänger. Naht ein Tiefdrucksystem, bleibt es unweigerlich hängen. Die feuchten Luftmassen steigen auf, kühlen sich ab und kondensieren zu Wolken, die wiederum abregnen. Das Gebirge holt gewissermaßen seinen eigenen Totengräber. Das Wasser aus den Wolken. In den Kalkalpen entstanden durch Wind und Wetter wahre Kunstwerke der Erosion, wie etwa die Spitzmauer im Toten Gebirge. Vor 10.000 Jahren lag über diesen Bergen eine Eisschicht, aus der nur die höchsten Gipfel ragten. Heute gibt es in den Kalkalpen keine Gletscher mehr, aber immer noch heulende Stürme und bittere Kälte im Winter. Die Schneehühner zählen zu den Gästen aus der Eiszeit. Dicht befiedert und mit windgeschützten Nasenlöchern haben sie im warmen Europa nur noch zwei Lebensräume. Die arktischen Regionen und das Hochgebirge. Am Höhepunkt des Winters haben es selbst die Bergspezialisten schwer, ausreichend Nahrung zu finden. Der meterhohe Schnee macht ihnen zu schaffen. Die Gemsen scharren in Steilwänden nach Flechten und Moosen. Im vereisten Gestein besteht nun auch für Meisterkletterer wie sie Absturzgefahr. Für den Steinadler ist das eine gute Nachricht. Im Winter ist Fallwild manchmal die einzige Nahrungsquelle. Der Adler kann allenfalls junge Gemsen erbeuten. Also wartet er auf einen fatalen Fehltritt. Die Böcke sind in der Regel als Einzelgänger unterwegs. Weibliche Gemsen hingegen schließen sich mit ihren Jungtieren oft zu größeren Gruppen zusammen. Wird das Wetter allzu rau, steigen die Gemsen ab, um im Wald Knospen, Triebe und sogar Nadeln von den Bäumen zu fressen.
wo immer der Adler auf der Suche nach Nahrung auch kreist. Es umfängt ihn eine unheimliche Stille. Im Hochwinter erstarrt die Felswildnis der Kalkalpen zum Eispalast. Die Hallermauern sind eine markante Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark. Der Winter endet mit einem Knalleffekt. Der Schnee verwandelt sich in ein tobendes, talwärts stürzendes Meer. Überall Ströme von Wasser, die im porösen Gestein versickern, durch Kavernen und Höhlensysteme jagen und ein Netzwerk aus Flüssen, Wasserfällen und Bächen befüllen. An den Bachläufen des Hintergebirges zählen die Wasseramseln zu den ersten Frühlingsboten. Noch bevor sie fliegen lernen, können die Jungvögel schwimmen und tauchen. Als Erwachsene erreichen sie eine Tiefe bis 1,5 Meter und überwinden Strecken bis zu 20 Meter. Für einen kleinen Vogel ohne Schwimmhäute eine beachtliche Leistung. Eine Etage höher in der Felswand warten junge Kolkraben auf ihr Frühstück. Auch bei den Raben gilt das Prinzip: Fressen kann man überall, aber wohnen nur im sicheren Fels. Ein Nest zwischen Himmel und Abgrund. Auch für den jungen Adler ist die Felswand eine sichere Burg. Steinadler und Kolkraben, Wasseramseln und Gämsen, Schneehühner und Mauerläufer. Sie alle haben Gebirgsbäche, Grate und Klippen, Steilwände und Gipfelregionen zu ihrer Heimat gemacht. Für sie ist die scheinbar leblose Felsregion der Kalkalpen ein steinernes Paradies.